Hiho, es geht weiter mit Let's Play, Tales of Symphonia. Beim letzten Mal hat uns Yggdrasil, der Anführer von Crucis und den Designs und der Vorgesetzte von Kratos, so richtig übel vermöbelt, aber Botta und die Abtrünnigen haben uns gerettet und zu Yuan gebracht und Yuan meinte, er wollte Colette damals nur töten, weil er verhindern möchte, dass Yggdrasil einen neuen Körper für Martell bekommt und Martell wiederbelebt oder irgendwie sowas in der Richtung. Und jetzt will er plötzlich Leute haben. Und wir dachten uns so, nope, wir gehen. Genau das machen wir jetzt auch. Wir gehen. Was ist das? Unzureichende Energie, bitte laden. Oh meine Güte. Vor allem, warum erinnere ich mich nicht an diesen Dungeon? Außer an die eine Schatzkiste vom letzten Mal. Ha, also hier ist ein Block. Da unten ist ein Schalter. Das ist wahrscheinlich ein Schalter. Energie aufgeladen, okay. Drück den Schalter, ja. Drück einfach mal den Schalter. Ich kann einen Block ins Wasser schieben. Aber wie kriege ich das Wasser weg? Cool. Habe ich es kaputt gemacht? Kann ich das nochmal? Ich habe kein Blitzdings mehr. Energie aufgeladen, ja. Ja, Schalter drücken. Hä, aber ich komme da ja nicht runter. Spiel, was willst du von mir? Was übersehe ich hier? Oder hätte ich den Block hier hochschieben können? Aber da sind doch Treppen im Weg. Kann ich hier unten durch? Nein. Kann ich da hinten irgendwas tun? Nö. 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 Okay. Es gab aber sonst keinen Weg hier, oder? Okay, der Block ist wieder da. Kann ich den Block... Nö, ich kann den Block nicht da hochschieben. Kann ich da runter? Nö, ich bin gerade echt irgendwie... überfordert. Ändert das oben was? Ist das die Plattform von hier? Ah. Okay. Kapiert. Die Holzblöcke schwimmen vielleicht auch, weil es Holz ist. Aha. Ja. Energie. Hoch. Müsste eigentlich egal sein, ob ich sie links oder rechts hin mache. Sieht breit genug aus. So. Dann bauen wir uns hier jetzt eine schöne Holzbrücke. Nach unten. So, und du auch. Okay. Ja, also wenn ich jetzt runterfahre, müsste ich da unten rüberlaufen können. Vielleicht ist da dann ein Knopf, um das Wasser wegzumachen. Und dann brauche ich wahrscheinlich den Block da rechts. Aber ich lasse ihn jetzt erstmal noch liegen, bevor ich sie da kaputt mache. Aber eine Kiste, ich habe es genau gesehen. Schutzring gefunden. Ring mit eingravierten Kriegsgott. Verringert physischen Schaden, verstärkt jedoch elementaren Scherben. Nee, danke. Muss nicht sein. Okay, Energie. Energie aufgeladen. Weiter drücken. Ah ja, jetzt geht das Wasser weg. So, jetzt kann ich hier... Ah, okay, jetzt brauche ich den Stein doch da unten. Aber es müsste ja jetzt trotzdem noch gehen. Bitte, kann ich ihn da runterschieben? Danke. Plop. Für was ist das Energiedings da unten? So, Steinchen. Aha. Was machst du jetzt? Die Tür ist aufgegangen. Ah.
Verstehe, die Tür war zu. Okay, perfekt. Rätselraum geschafft. Damn it! What's so special about me? Those renegades need to hurry up and make up their freaking minds about whether there are enemies or not. Boyd, what are we going to do now? We've got to save Colette somehow. She's going to die if she's made into Martell's vessel. But what can we do? Sheena, where did you get your X-Sphere? Huh? Well, that came out of nowhere. I got this before I came here. They attached it to me at the Imperial Research Academy. Is it normal for people to equip X-Spheres in Teveala? No, not at all. The technology was originally brought over by the Renegades. Nowadays, X-Spheres are mainly attached to machines. Wait a second. So Teveala and the Renegades are on the same side? I'm not sure if you could say that. But the Renegades were the ones that brought us information about the nature of the two worlds. And the plan to assassinate the Chosen was their idea. They talked the King and the Pope into it. If you desire for Teveala to prosper, kill the Chosen of Silverant. That's horrible! Lloyd, I suggest we go to Teveala. Why Teveala? Don't you remember what Ewan said? Angels are half-elves that evolved using special X-spheres called Crucius Crystals. I get it. Colette's current condition is caused by the Crucius Crystal. Since Teveala is studying the X-spheres, they may know something about Crucius Crystals as well. That's a good idea. I'm pretty sure that they're studying the Crucius Crystal that belongs to Teveala's Chosen at the Imperial Research Academy. There's a Chosen in Teveala too? Of course. The world regeneration ritual is carried out in Teveala as well. The Church of Martell exists too. But if they've been carrying out the regeneration that many times, why hasn't Martell's vessel been completed already? I'm curious about that myself. Perhaps those corpses lined up in the Tower of Salvation were... No, never mind. Yeah, there are too many things that we don't know. Crucius's objective, the Renegades, the method to save... So let's just start with what we can do now. So, we're going to Teveala? Yeah, that's the only lead we have right now. And this time, I'm going to fulfill my role. I'm not going to let Colette bear the burden all by herself anymore. Wait a minute. That's great and all, but how are we going to get to Teveala? I'm sure Sheena knows how to get there, correct? My understanding is that you can travel to Teveala by passing through a distortion in space. As far as I know, crafts called Riards are the only things that can do that. Where are they? The Renegades should have them. They should be somewhere on this base. Okay then, let's get going. Flugmaschinen! Woo! Oh mein Gott, ich erinnere mich an diesen Raum, wo man die beiden Feinde auf diesen Dingern da schocken musste. Das war anstrengend. Ah, und das war die Tür hier oben, die damals nicht aufging. Der Kreis schließt sich. Kommen wir nach unten? Das ist da, wo Lloyd gefangen war damals. Ja. Hier. Genau. Hier war Lloyd gefangen. Ein Speicherpunkt. Das ist aber nett. So. Aber ich glaube, dann ist die Basis jetzt nicht mehr allzu groß, weil jetzt sind wir ja in dem Teil, den wir schon kennen. Und der war nicht allzu groß. Er war ein bisschen verwirrend mit diesem... mit dieser drehbaren Gamecube. Mit dem roten, blauen und grünen Bubble an der Seite. Feinde, lobidobi, nope. Ich weiche euch einfach aus. Hahaha. So these are the Riards. Hurry, they'll catch up to us. All right then. Teveala, here we come.
What's happening? I don't know. It just suddenly... Look, the fuel gauge is empty. So that's it. Since you've broken the seals in Silverant, there's not enough mana in this world. And that means... We're gonna fall! Ah! Ah! I think we managed to avoid destroying them completely. But they're useless unless we get some fuel. What's the fuel? Coal? Coal? Oh, jeez. How do you guys manage to actually live in Silverant? Then magic, I assume. Perhaps the lightning that Volt produces? Then all we have to do is have Sheena summon Volt, right? I haven't made a pact with Volt. Oh, well then I guess we'll just have to leave these here. Oh, and here I thought Magi technology was infallible. Hey, what's that? That's the Tower of Salvation. Why is that here? This is Tefeala, right? Of course. The Tower of Salvation appears in the Flourishing World. The tower also appeared on your side after Colette received the Oracle, right? Two worlds. Two towers. What about the Holy Ground? The Church of Martell is also over here, correct? Is the holy ground called Carlon? Yes. The place where the Tower of Salvation lies is the holy ground of Carlon, the same as in your world. The holy ground of Carlon is where the peace treaty was signed to end the ancient war. There can't be two of them. Are you sure yours isn't a fake? We have records in our museums that depict how the hero Mythos called the two ancient kings to the holy ground of Carlon in order to forge a peace treaty. And such records exist on our side as well. Instruments used to sign the treaty can be found in the Palma Costa Academy. So, either one side is fake, or maybe they're actually both real. Lloyd, that's not possible. Don't get mad, I was just kinda saying stuff. Anyway, let's get going. It's true we aren't gonna get anywhere by pondering about it here. Wow, it's our first adventure in Tefeala. Genus, this isn't a field trip. Yay, unser erstes Abenteuer in Tefeala. Woo! Sie sind Elfen. Ja, ich muss schon sagen, das war wirklich eine tolle Sache. Allerdings, man bekommt nicht alle Tage die Gelegenheit, durch die Lüfte zu fliegen oder abzustürzen. Da konnte man nichts machen. Da ihr in Silverman die Siegel gebrochen habt, wird das Mana hier immer dünner. Und trotzdem ist es hier viel dichter als in Silverrand. Oh, das kannst du spüren? Ja, natürlich, Genus und Professor Rain sind Elfen. Wieso können Elfen so etwas fühlen? Nun, weil sie Elfen sind. Das ist so eine richtige Leutantwort. Aber man kann sie nicht verübeln. So, wir hatten einen kurzen Moment Flugzeuge. Jetzt sind sie kaputt. Schön war's. Weiter geht's. Zu Fuß. Eieiei. So. Habe ich nicht eben gerade erst gespeichert. Ich speichere trotzdem nochmal drüber. Wir sind in Silverant angekommen. Eine komplette neue Welt, die auf unsere Erkundung wartet. 1000 Fragen, die geklärt werden müssen. Ich bin ein Heuchler. Wer ist ein Heuchler? Colette! Hey Colette! Kannst du mich hören? Sie scheint gar nicht mitzubekommen, dass du gerade mit ihr sprichst. Ach, verdammt. In dem Moment, wo ich zwischen Colette und der Welt entscheiden musste, für den Bruchteil einer Sekunde habe ich die Welt gewählt. Obwohl es ein falscher Frieden wäre. Das war unvermeidlich, wenn eine einzige Entscheidung von dir die Welt zerstören kann. Wäre es seltsam, wenn du dich für deinen Freund entscheiden würdest. Ja, aber in diesem Moment habe ich Colette im Stich gelassen. Ich bin ein Heuchler. Verdammt! Na, Colette ist dir bestimmt nicht böse. Tefeala-Monster! Was gibt's denn hier Schönes? Ein Vampirzahn und ein Nachtwolf. Yay, das klingt doch super cool. 2200. Das
scheint machbar zu sein. Und der andere? Auf 89. Okay. Hörst du auf, Genus zu nerven und mir auszuweichen? Jetzt rächt sich Genus an dir. Was hast du davon, du Wolf? So, Leute, über die Federmäuse ganz alleine. Warum müssen. Ach, ich hasse fliegende Gegner. Ist so schwer, die zu treffen. Okay, geschafft. So, au. Haha, ich war schneller. Ich hoffe, der Weg diesen Berg runter war nicht allzu lang. Haben wir hier noch eine Erfgammer Level 2. Jetzt werfen wir die Dinger aber hinterher so langsam. Und noch mehr Vampirzähne. Yes, Alter. Los, Leute, halt ihn unten. Halt ihn unten. Dann können wir ihn besser vermöbeln. Ach, den jetzt nicht wieder hochwerfen. Okay. Immerhin hat er ihn erledigt. Buh, buh, du. Hühnchenfleisch, feines Granulat. Okay. Es gibt auch Hühnchenfleisch in dieser Welt. Bist du ein neuer Feind oder bist du wieder so ein Wolf? Bestimmt nur wieder ein Wolf. Ich wollte ihm entgehen, aber es ging nicht. Ja, Nachtwolf. Okay. Bob, au, au, au. Vielleicht sollte ich die Feinde mitnehmen. Ich möchte ein bisschen Geld kriegen. Ja. Wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt, nachdem wir so viele Items ausgegeben haben in den letzten Malen. Aber diese Kämpfe waren noch echt heftig. Da habe ich die Items gebraucht. Wieder Vampirzähne. Boah, ich habe mal getroffen mit der Unisono-Attacke. Ist das nicht cool? Lightning Tiger Blade. Haha. Das war's mit dem Vampirzahn. Uns fehlt immer noch der Titel, wenn man mit China einen Kampf gewinnt, nur mit Unisono-Attacke, aber dazu brauche ich erst irgendeine Kombi, die mehrere Feinde trifft. Mann, das war das erste Mal, dass ich zwischen zwei Welten hin und her geflogen bin. Ja, aber wir sind abgestürzt. Wir hatten keine Energie mehr, da konnte man nichts machen. Ja, ich würde gerne wieder fliegen, aber jetzt ist wohl nicht die Zeit dafür. Stimmt, wir müssen uns beeilen. Okay, wir müssen uns beeilen und Colette retten. Huch, während ich an Steinchen hängen bleibe. Oh mein Gott, es geht hier noch weiter. Noch mehr Nachtwölfe. Okay, ich muss es positiv sehen. Noch mehr Nachtwölfe bedeutet noch mehr Geld. Geld, mehr Geld, mehr Geld. Das ging schnell. Wie viel Geld bringen die eigentlich? 200 Geld. Das ist okay, das ist gar nicht mal so wenig. Gebt nicht auf. Was ist los, Leute? Ja, nichts, nur ich habe Leid über die Bewohner von Isselia gebracht. Und dieses Mal konnte ich auch Colette nicht beschützen. Ich dachte, ich wäre etwas stärker geworden. Aber nun denke ich, ich habe mich gar nicht verändert. Leute, du versuchst immer dein Bestes zu geben. Du gibst niemals auf. Und nun sind wir hier in Tefeala. Du bist anders als die anderen Menschen. Und deshalb mag ich dich, Lloyd. Danke, Genus. Also dann. Wir sind einen langen Weg hierher gekommen. Wir gehen jetzt nicht auf. Wir werden einen Weg finden, Colette und die Welt zu retten. Yeah, das werden wir. Yeah. Best friends forever. Ja. Ich bin echt begeistert von der Vielfalt dieser Feinde hier. Es gibt Fledermäuse und Wölfe. Das war's. Bringen die Fledermäuse auch so viel Geld wie die Wölfe? Wir werden es herausfinden. In wenigen Sekunden. In wenigen Sekunden. Dankeschön. 242 Geld. Fledermäuse bringen mehr. Okay. Dann wohl mehr Fledermäuse bitte, wenn es sein muss in Kämpfen. Yeah! Da fliegt Geld, Leute! Wuhu!
Fliegendes Geld, ich hab daneben gehauen. Fliegendes Geld, zack, zack. Ich hab Combo versaut. Flup, tipp, tabba. Ach, komm doch her. Komm, China, Feind angreifen, nicht hinten dran rumspringen. Flop. 242, Überraschung. Es hat sich nicht verändert. Schatzkisten. Wie viele Skits wir haben. Was ist denn ein Eisring? Frostig. Ah. Ich dachte, das wäre ein Accessoire. Ist eine coole Waffe. Der Engel, der im Turm des Heils erschienen ist. Er war unglaublich mächtig. Ja, ich habe eine Macht gespürt, wie ich sie noch nie vorher gespürt habe. Selbst ich dachte, diesmal würden wir sterben. Yggdrasil, so hat Kratos ihn genannt. Yggdrasil, aha. Ist das so, falls der Spieler den Namen vergessen hat? Wir bauen mal schnell einen Skit ein, wo wir ihn nochmal erwähnen. Feuerkarte, Jetzt verbrennen wir wohl alles. Gibt es jetzt gegrillte Fledermaus? Oh, sind da zwei Wege? Auch das noch. Hey, sag mal, wo gehen wir eigentlich hin? Ja, was? Du hast doch gesagt, gehen wir. Ich dachte, du weißt, wo du hinrennst. Ja, wo soll ich es wissen? Ich bin von Silverrand. Ach so, ja, natürlich. Entschuldige. Mel-Tokyo, die königliche Stadt. Das Zentrum von Teferla. Dort residiert der König Teferla. Es ist weit von hier. Ja, nicht besonders weit. Direkt nördlich von hier. Bei Tokio, hm? Okay, beeilen wir uns. Okay. So, das gibt mir aber Hoffnung, dass da der Ausgang ist. Und dann ist hier vielleicht einfach noch eine Schatzkiste. Und noch ein Skit. Der Auserwählte von Teferla. Wie ist der Auserwählte von Teferla denn so? Nun, um es in einem Wort zu sagen. Ha? Er ist ein Idiot. Hä? Das wirst du schon noch sehen. Ach, China. Sag das doch nicht so. Ich hoffe, dieser Weg lohnt sich. Und? Schleierrobe. Ausrüstung. Okay. Hat sich gelohnt. Nochmal Glück gehabt, du langer Weg. Oh, meine Güte. Ein neuer Feind. Unglaublich. Ein bunter Bär. Der ist so hässlich wie die Bären in Silverrand. Aber ganz genauso hässlich. Den werf ich um. So. Hey, Fledermaus, komm her. Burn. Brenne. Wenn ich dich treffe, zumindest. So. Dann nochmal den Bären verprügeln. Zack, 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 zack. Ach, schöne Kombo. Nice. Ach. Der auf. So. Das einzig doof, wenn man die Feinde umwirft, ist immer, dass, wenn sie wieder aufstehen, man ihnen im ersten Moment zu wenig Schaden macht. Das ist immer ein bisschen doof. Ansonsten ist es cool, Feinde umzuwerfen. Kratos, unser Feind. Ich kann nicht glauben, dass er wirklich unser Feind ist. Kratos? Ja, ich finde, er wusste über manche Dinge viel zu viel, aber... Ja, während wir blind unsere Reise zur Welterneuerung fortgesetzt haben, hat er uns die ganze Zeit ausgelacht. Obwohl... Die Dinge, die er sagte, besonders zu dir, Lloyd. Ich fühlte Wärme, wenn er mit dir sprach. Kratos? Warm? Sie nehmen mich auf den Arm. Und doch ist es schwer zu glauben, dass die Dinge, die er uns sagte, als wir die Exium-Manufaktur in Asgard sahen, von einem kaltherzigen Engel von Kratos gesprochen wurden. Warum hat er dann Colette mitgenommen? Ich weiß es auch nicht. Eben. Alles, was wir wissen, ist, dass seine Ziele und unsere nicht die gleichen sind. Ja. Ja, es ist alles so ein bisschen widersprüchlich mit Kratos noch. Neusch ist wütend. Neusch ist dabei? Neusch, warum bist du so verärgert? Ich glaube, er ist wütend wegen des Absturzes. Oh, entschuldige, Neusch. Hab vergessen, dass du in meiner Hosentasche bist. Hey, ich hab versucht, mich zu entschuldigen.
Pfeilen von mir aus. Heute Abend gibt es nichts zu fressen, verstanden? Ach Leute, so funktioniert Erziehung nicht. So, wir haben es geschafft, die Weltkarte von der Werder zu betreten. Beim nächsten Mal machen wir uns auf den Weg nach Mel-Tokyo. Ich freue mich drauf. Das ist ernst gemeint. Also dann, ciao, ciao.